Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Und in der letzten Folge haben wir jetzt gerade zweimal hintereinander genoobt. Aber das habe ich vor zu ändern. Und zwar indem ich jetzt den hier gleich anvisiere und töte. Jetzt wird der angezeigt, war ja klar. Dass du diese Falle gar nicht aus. Finde ich noch weniger nett. Töte ich euch jetzt beide, weil ich das echt voll unfair finde. Wieso dürft ihr über die Fallen drüber latschen und ich nicht? Hier kommen gleich wieder welche und gleich wird wieder einer angezeigt. Wo ist der zweite hin? Da ist der zweite. Ja komm schon her, komm her! So, nicht in diese Bärenfallen reinlaufen. Ist sehr ungeschickt. Also mein Handy vibriert gerade andauernd. Mal schauen, ob ich jetzt den Runner machen kann. Ah, jetzt dieses Mal bin ich auch nicht in den Bärenfall gelatscht. Ich könnte jetzt ganz einfach mal die letzten Leuchtfackel mal verwenden. Auch wenn hier gerade so sau viele Fuchs kommen. Aua, der hat mich fast umgebracht, dieser Arsch. Kontrollpunkt erreicht. Ja, kurze Verschnaufpause. Ich sah das Auto, aber keine Spur vom Fahrer. Und ich sehe, dass in der Hütte was drin liegt. Also nicht jemand, sondern etwas. Ich sehe auch, dass in der Hütte das Licht aus ist. Und hier Hallo? Ist hier jemand? Batterien. Barry! Nicht! Danny! Du bist nicht da! Bitte! Was machst du? Licht! Es tut mir leid! Alter, mir jagt gerade eine Gänsehaut über den gesamten Körper. Ich muss hier aber leider erstmal alles loopen. Alles loopen. Und vermutlich ist es jetzt zu spät. Aber ich glaube nicht, dass es mir die Endsituation geändert hätte, wenn ich jetzt sofort hochgerannt wäre. Boom. Alter Vater. Ich kenne sie. Sie waren neulich im Gefängnis. Ich war wieder bei der Farm. Wegen dem Schnaps, wissen Sie? Er macht einen klar. Die werden ihn nicht vermissen. Die sitzen in der Klapse. Aber mein Kumpel, Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das ist nicht er. Okay. Wie die schlechte Fortsetzung von echt guten Film, wo der beste Freund plötzlich der Böse ist. Okay. Wer schreibt? Ich habe in meinem Kopf alle Möglichkeiten durchgespielt. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ja. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist. Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin wie jeder andere Akteur an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Fluchten, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen. Das
das Gerät ist schon mal kaputt, aber Zane? What the fuck is Zane? Oder who the fuck is Zane? Besser gesagt. Zane? Und der ist tot. Ich hab 30 Schuss. Mal schauen. Ist er wirklich tot? Ich kann nicht schießen. Also er ist tot. TOD oder TOD? Alter, fick dich. Fick dich, du Arsch! Wow! Alter, who the fuck, was ist mit dir? Lassen Sie mich raten, Danny, hä? Sagst du sehr früh. Lass mich raten, Danny. Du bist zwar schon tot, aber ich rate mal, du bist Danny. Oh, sowas macht mich crazy. Crazy oder verrückt, einfach alles. Alles in einem. Die Farm war immer noch ein gutes Stück entfernt. Ich brauchte ein Auto, um schnell hinzukommen. Wenn Barry nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifelt hatte. Ich hatte mich bis hier allein durchgeschlagen, aber Barry war Barry. Es ist zwar die Gefahr, dass ich sterbe, aber ich brauche diese Thermoskanne. Ich muss wach bleiben. Und nein, ich bin kein Franzose. Das ist alles Licht. Ich finde es so cool. Ich finde aber die Lichteffekte, das ist nicht so nice gemacht. Wow. Oh, aber die Fahrtechnik ist sehr gewöhnungsbedürftig. Wo lang? Ach, ich fahr mal lang. Erstmal. Das Spiel hätte mir sicher nicht erlaubt, da hochzufahren, wenn man da nicht mehr fahren hätte sollen. Vielleicht auch den Jeep nehmen, obwohl dieses Auto mir eigentlich sehr gut vom Steuerungstechnisch sehr gut scheint. Ich glaube, der Jeep ist ein bisschen besser. Light und Munition. Zack, Munition. Und was haben wir denn da? Blendgranaten. Finderlohn habe ich eine Errungenschaft freigeschaltet. Und jetzt habe ich 11. Ist da oben noch was für mich? Nope. Also erstmal wieder runter. Alter, jedes Geräusch weckt in mir so ein Schaudern. Das ist echt unglaublich. Ich bin da eigentlich auf die Ebene mit hier. Alter. Vielleicht muss ich doch wieder ins andere Auto fahren. Alter, sorry dafür, dass ich so schlecht bin am Steuern, aber ihr solltet echt mal ein Fahrzeug echt mal selbst damit fahren, das ist echt nicht mehr normal. Puh. Also dann schauen wir mal da hoch. Auch auf die Gefahr, dass wir Munition ein bisschen verschwenden. Falls da irgendwas ist. Oh, 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 nicht runterfahren. Da ist wieder ein Radio. Jagdgewehr ist um einiges besser. 5 Schuss. 8, 11, 14. Sehr gute Zähltechnik. 8, 11, 14. Also, wie ihr alle wohl bemerkt habt, ist der Sturm, dessen Vorboten wir alle gespürt haben, endlich da. Die Jungs vom Wetterdienst sagen, dass er bis morgen früh toben wird, vielleicht noch länger.
Lasst mich diesbezüglich nochmals die Vermisstenanzeige vorlesen. Die Polizei sucht immer noch nach einer Frau, 30 Jahre, schlank, blond, mit blauen Augen. Sie hat sich vielleicht im Wald verirrt und ist womöglich bei einem Autounfall verletzt worden. Wenn ihr sie seht, schafft sie bitte ins Trockene und ruft den Sheriff. Bei diesem Wetter sollte man nicht draußen sein. Also, wenn ihr jemanden seht, der ein wenig verwirrt aussieht, seid ihr behilflich, okay? Hier spricht Pat Main auf KBFFM, in der Hoffnung, dass ihr heute Abend alle im Warmen seid. Ja, danke, hoffe ich auch. Aber ich weiß, dass ich nicht bin. Also die Frage ist jetzt, nehme ich dieses Auto oder nehme ich das andere Auto? Ich glaube, das andere Auto hat mir das letzte Mal schon von der Fahrmechanik sehr gut gefallen. Deswegen... Jagdgewehr ist diese ganze Sache einiges einfach. Ja, gut, das ist funktioniert. Dieser Wiki macht auch Let's Plays auf dem Kanal. Ich weiß nicht. Ah, jetzt sind wir wieder in dieser Entscheidung. Muss ich zuerst nach oben fahren. Aber die habe ich ja getroffen. Dann fahre ich mal. Was, dass ich nicht irgendwo schätze. Also die ist tausendmal schwieriger als die TA. Ist einfach teilweise so direkt. Sehr großen Witz, aber einen sehr schlechten. Vergiss es, hau nicht mein Auto. Vergiss es. Also dann fahre ich halt jetzt direkt zur Farm. Was lag? Aua! Am Arsch! Wir beide. Ich glaube eh nicht, dass ich weiter. Deshalb fliegt durch. Passt ich dadurch? Nein. Es war so klar, dass ich den letzten Weg laufen muss. Ja, und falls ihr den Fernseher im Hintergrund hört. Kommen da eigentlich! Verdammt nochmal! Und genau hier ist die nächste. Der letzte Speicherpunkt. Verarscht mich doch. Also, wie ihr alle wohl bemerkt habt, ist der Sturm, dessen Vorboten wir alle gespürt haben, endlich da. Die Jungs vom Wetterdienst sagen, dass er bis morgen früh toben wird. Vielleicht auch länger. Also laufe ich mal wieder runter. Lasst mich diesbezüglich nochmals die Vermisstenanzeige vorlesen. Und die Folge ist jetzt gleich vorbei eigentlich, aber ich versuche es trotzdem noch einmal bis zur Farm zu kommen.
Frage ist, warum vibriert meine Hand? Nein, das ist nicht die Frage. Weil meine Zeit zu Ende ist, vibriert meine Hand. Vibriert es bei meiner Hand, sondern, ach so, ja. Erstmal alles mitnehmen und außerdem auch. Ne, hier war kein Taschenmaterial. 10, genau, 10 Schuss. Sowas nehme ich mal. Dann kriegt sie heute halt mal wieder eine längere Folge. Also aus mal hier. Aha. Wie eigentlich ständig. Kriegt sie halt eine längere Folge. Besser klar, auch wenn ich mit dem schlingere wie sonst was. Ich komme besser klar damit. Oh, das ist wohl ein Witz. Ja, das finde ich auch irgendwie etwas. Zwar nicht witzig, aber es ist ein Witz. Und kaputt fahren! Barabu! Der geht wohl nicht so leicht, um den Kleinen zu kriegen. Und you're done!